Herzlich willkommen. Mein Name ist Yves Sandfort. Ich bin CEO der Comnovision Gruppe und bei mir ist heute Reinhard Partmann, einer unserer Cloud Solution Architekten. Grüß dich, Yves. Hallo Reinhard. Wir wollen nochmal über das Thema VMware Cloud und AWS reden. Speziell hier darüber, wie kriegen wir unsere Workload eigentlich in die Cloud? Du hattest schon mal erwähnt, dass das kompatibel ist. Wie muss ich mir das genau vorstellen? Heißt das, ich kann einfach meine VM 1:1 Richtung Cloud bewegen oder gibt es doch irgendwo eine Veränderung, nur ich kriege davon nichts mit? Wir nehmen unsere virtuelle Maschine und bewegen sie mit dem Tool HCX Hybrid Cloud Connector 1:1 in die Cloud. Also wir verändern auch nicht die virtuelle Maschine, die Hülle, noch verändern wir den Inhalt, das Gastbetriebssystem, irgendwelche Konfigurationsänderungen. 1:1, Bit für Bit. Keine Änderungen. Wunderbar. Du hast gerade HCX erwähnt. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das so ähnlich wie Snowball, ein Stück Hardware, was ich mir hinstelle, damit ich das rüber migrieren kann? Oder wie funktioniert das? Weil da ist ja schon einiges dabei, damit ich jetzt eine VM einfach so in die Cloud migrieren kann. HCX ist der Hybrid Cloud Connector, die notwendigen Installationssourcen, sprich eine OVA-Datei, die dann in weiterer Folge eine virtuelle Maschine bei dir im Rechenzentrum darstellen wird oder genau genommen mehrere virtuelle Maschinen darstellen wird, ist beziehbar über die VMC und AWS Cloud-Konsole, runterladen, ausrollen, konfigurieren, in Betrieb nehmen. Geht sehr flott und danach kann man eigentlich schon beginnen, eine virtuelle Maschine in die Cloud zu transferieren. Ja, abhängig wie groß die virtuelle Maschine ist und von der Bandbreite reden wir von verschiedenen Zeitdauern, aber sonst kein Problem. Du hast jetzt über diesen Fall vMotion live verschieben gesprochen. Das wird ja ein bisschen dauern, das ist ja sehr bandbreitenintensiv. Was ist denn, wenn ich sage jetzt mal nicht ganz so wichtige Workloads habe, wo ich ein paar hundert oder womöglich sogar ein paar tausend Maschinen migrieren muss? Wie mache ich das dann? Ja, da gibt es den sogenannten Bulk Transfer. Also im Wesentlichen schedule ich, welche virtuellen Maschinen möchte ich transferieren. Der hat da Intelligenz drinnen, der HCX. Also er kann deduplizieren, er kann verschlüsseln und danach schedult er eben auf relativ intelligente Art und Weise den Transfer der virtuellen Maschinen. Er serialisiert das auch, sodass immer eine virtuelle Maschine am Stück recht schnell innerhalb von kurzer Zeit, weil würde ich das auf 50 Maschinen parallel laufen lassen, die Bandbreite ist begrenzt, also dann dehnt sich natürlich der Zeitraum aus. Wunderbar. Das heißt, ich weiß jetzt, wie ich in die Cloud komme, aber manchmal passiert ja vielleicht was, wo ich was in die Cloud schiebe, dann feststelle, wir haben doch noch Probleme, weil zu viele interne Anwendungen davon abhängen. Oder aber ich stelle fest, ja, wir sind kurzfristig in die Cloud gegangen, aber jetzt funktioniert unser Rechenzentrum wieder so, wie wir es wollen und ich möchte jetzt wieder zurück. Funktioniert das auch? Ja, normalerweise als Motorradfahrer sage ich, fun is not a straight line, aber in dem Fall ist es wirklich ohne Kurven und es ist eine Gerade wieder auch zurück. Wunderbar, wieder einiges dazugelernt. Wir können mit HCX virtuelle Maschinen einfach von On-Prem in die Cloud bewegen, sowohl mit einem vMotion-Vorgang als auch in der Bulk Migration, wenn es halt wirklich mehr Maschinen sind. Das funktioniert wunderbar. Wir können vor allem auch wieder zurück. Das ist ein sehr großer Vorteil, wie ich finde. Ich bin nicht in der Cloud gefangen, sondern wenn ich in 2-3 Jahren vielleicht entscheide, On-Prem war doch schöner, wir kommen wieder alles zurück. Kann ich auch das machen? Ich habe genau diese Freiheit. Ich finde es gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall für auch diese wundervollen Informationen mal sehr wieder. Gerne. Und hoffe, Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein. Wiedersehen.